Seliger Engelmar Unzeitig. Für seinen Glauben gibt der Pater sein Leben. Papst Franziskus lässt ihn am 24. September im Würzburger Dom selig sprechen. Seiner Heiligkeit, Papst Franziskus, verlese ich nun das apostolische Schreiben, mit dem der Heilige Vater den ehrwürdigen Diener Gottes Engelmar Unzeitig in das Verzeichnis der Seligen aufnimmt. Littere Apostolice. Nos vota fratris nostri, Friedelmi Hoffmann. Wir erfüllen die Bitten unseres Bruders Friedhelm Hoffmann, vom Bischof von Würzburg, wie auch der meisten anderen Brüder im Bischofsamt und vieler Christgläubigen, und gewähren nach dem Beschluss der Kongregation für die Heiligsprechungen aufgrund unserer apostolischen Autorität, dass der verehrungswürdige Diener Gottes Engelmar Unzeitig mit bürgerlichem Namen Hubert, Märtyrer, Ordenspriester der Kongregation der Missionare von Marianhill, ein unbeugsamer Hirte und heroischer Zeuge der Nächstenliebe, selbst unter den Banden der Gefangenschaft, künftig als Seliger bezeichnet wird. Applaus für den ersten Seligen der Marianhiller Missionare. Für seine Mitbrüder und viele Christen auf der ganzen Welt ist Engelmar Unzeitig ein Märtyrer, ein Vorbild für Nächstenliebe. Er ist ein Held, er hat seinen Glauben gelebt und er ist für seinen Glauben gestorben. Dürfen wir nicht hier auch Gottes Anwesenheit in unserem Pater Engelmar Unzeitig erkennen? Soweit es möglich war, setzte er auch im KZ Gebet und Studium fort. Getreu dem Motto der Marienhiller Missionare, wenn niemand geht, dann gehe ich, half er so unauffällig, aber effektiv wie möglich. Er lernte eigens Russisch, um den jungen russischen Gefangenen den Katechismus in russischer Sprache nahebringen zu können. Er verzichtete auf einen Teil der ohnehin spärlichen Essensration, um sie den noch mehr darbenden jungen russischen Gefangenen geben zu können. Als 1945 eine Typhusepidemie ausbrach, war er mit 19 anderen Priestern bereit, in die betroffenen Baracken zu gehen und den Kranken und Sterbenden beizustehen. Eine Reliquie von Pater Engelmar Unzeitig wird zum Altar gebracht. In einer schlichten Holzmonstranz in der Form eines Kreuzes. Pater Engelmar wusste, dass sein ganzes Leben ein Geschenk aus Gottes Hand gewesen ist. Bei der Gabenprozession werden Gegenstände mitgetragen, die an den neuen selig Gesprochenen erinnern. Sein russisches Wörterbuch und seine Bibel. Die Taschenuhr und Professmedaille stehen für den Menschen Engelmar Unzeitig und seine Zugehörigkeit zu den Marianhiller Missionaren. Der Primizkelch ist Zeichen seines priesterlichen Dienstes. Einen Tag nach der Seligsprechung wird Pater Engelmar bei einem Festgottesdienst in der Marianhiller Herz-Jesu-Kirche in Würzburg geehrt. Seine Asche war 1945 aus dem KZ geschmuggelt und nach Würzburg gebracht worden. Die Urne befand sich nun viele Jahre in der Seitenkapelle der Marianhiller Herz-Jesu-Kirche. Nun wurden die sterblichen Überreste des Seligen aus dem bisherigen Grab zum Altar überführt. Dort wird die Urne zukünftig zu sehen sein. Zum Festgottesdienst sind internationale Gäste und Familienmitglieder von Pater Engelmar gekommen. Also was mich sehr, sehr berührt, ist die Haltung, die er hatte. Und zwar einfach diese Haltung der Menschlichkeit in dieser extrem, also für uns unbegreiflich unmenschlichen Zeit.
Und er hatte diese Haltung nicht 2 Tage oder 4 Wochen, sondern er hatte die 4 Jahre bis hin zu dieser Selbstaufgabe. Also er hat sein Leben gegeben und er hatte keinerlei Energiequellen, wo er sich Kraft holen konnte, außer dem Glauben. Und er hat Tag für Tag diese Haltung der Menschlichkeit bewahrt. Ich habe jahrelang gehofft, dass wir diesen Tag feiern können. Aber erst, wo ich gesehen habe, dass es wirklich kommt, habe ich angefangen, mich mit diesem Mann zu befassen. Und wenn man anfängt, hineinzuschauen, dann kommt man plötzlich auf einen Punkt, wo man sagt, wow, und das möchte ich auch können. Und der Engelmar sagt, das musst du nicht machen. Das wird dir geschenkt. Und deswegen sagt er, Gott braucht uns nicht, er braucht bloß unsere Liebe und unser Opfer. Die Liebe ist die Antwort auf seine Liebe. Und das Opfer ist da, wenn es etwas kostet, wenn es nicht einfach ist. Und da haben die meisten von uns ein Problem, ich auch. Aber ich hoffe, dass der Engelmar uns hilft, dass wir das fertigbringen. In seiner Hingabe für seine Mithäftlinge ist Pater Engelmar zum Engel von Dachau geworden. Jetzt hat Deutschland einen neuen Seligen. Seliger Engelmar unzeitig.